Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur 14. Folge von Ehe auf Eis. Die letzte Folge war ziemlich emotional, war auch abgebrochen. Zweimal. Wir haben viele Kommentare bekommen, viele Nachrichten bekommen von euch. Ganz viele haben gesagt, wie wunderschön, dass ihr auch solche Momente teilt, einfach weil es ehrlich ist, weil es dazugehört, weil es natürlich auch ja, manchmal emotional ist. Andere haben wieder gesagt, man sollte keinen Podcast drehen in so einer Stimmung und warum habt ihr das in dem Moment dann durchgezogen? Es muss doch gar nicht sein, dass jede Woche eine Folge kommt, bin ich total nicht der Meinung. Ich glaube, gerade bei unserem Erfolg, bei unserer Karriere sieht man, dass es ganz, ganz arg immer darauf ankommt, durchzuziehen. Auch in Momenten, wo es schwierig wird, auch in Momenten, wo man Herausforderungen hat. Und der Podcast ist für uns Therapie. Wir sprechen im Alltag nicht viel miteinander, also über tiefe Themen, ne? Weil Kinder sind drumherum und ja, es ist einfach ein guter Moment für uns und auch wenn er manchmal hart ist und wenn er manchmal emotional ist, gehört das zu uns. Das sind wir gerade und deswegen, ja, dürft ihr auch solche Momente mitbekommen. Ja, trotzdem finde ich, das war nicht das beste Moment. Man sollte nicht, aber wir waren im Zeitdruck oder halt, weil ich gehen musste. Aber da haben ja eben ganz viele geschrieben, es muss doch nicht sein. Ihr müsst euch doch nicht zwingen, einen Podcast zu machen. Aber wir könnten das über Zoom machen auch. Da gab es Möglichkeiten. Natürlich, das wäre dann schwieriger als... Nee, und ich glaube auch, dass es nicht den Moment zeigt. Und ich finde das voll wichtig, weil genau das macht ja... Ich habe auch zwischendurch, ich bin mir nicht sicher, ob wir trotzdem sollen das machen, wenn so eine Stimmung ist. Ja, wahrscheinlich schon. Das sind ja auch Gefühle, das ist ja auch wichtig. Es muss wahrscheinlich das und das sein, emotional, im Streit, nicht im Streit. Ja. Wir hatten schon ein paar sehr reflektierte Folgen, ein paar sehr ruhige Folgen, ne? Und aber das ist ja auch die Beziehung und die Ehe, dieses Auf und Ab. Genau, wie Philipp gesagt hat, du bist nie fertig. Es wird nie ein Moment kommen, dass du alles geschafft hast und ab jetzt alles läuft perfekt. Oh, ist der Kaffee gut. Deswegen, ja. Ja. Also, wir haben uns überlegt, wir setzen genau an dieser Folge, Folge 13. Es war emotional, wir haben uns gestritten. Es war irgendwie eine halbe Stunde, bevor André losgefahren ist, weil André ist für 4 Tage waren es? 5. 5 Tage nach Spanien mit seinen Fünf Jungs. 5 Nächte, Tage war weniger. Da kamen übrigens auch ganz, ganz viele Kommentare und Nachrichten an mich, dass sie das oberkrass finden, dass ich das einfach so zulasse, in Anführungsstrichen, dass der André mal für 5 Tage sich komplett rausnimmt. Also einige Frauen haben mir geschrieben, dass sie das nicht akzeptieren würden, weil man eine Familie ist und weil man zusammen diese Familie führt. Und wenn sich jemand für 5 Tage rausnimmt, würde ja alles auf der Frau lasten. Ich fand das super interessant, weil also ich sehe das, also bei uns ist es wirklich so, dass ich mich jetzt nicht so locker rausnehmen kann wegen den Kids, aber ich kann jederzeit sagen, du, ich habe jetzt mal Bock, 3 Tage mit den Kids wegzufahren. Dann ist das für ihn absolut okay und für mich ist es absolut okay, wenn er 5 Tage, für mich sogar gut, für uns beide ist es sogar gut, wenn ab und zu einfach mal eine Pause und ein Abstand drin ist. Voll, für mich auch. Aber was ich nicht cool fand, wo ich dann weg war, sie hat mir nicht mal Tschüss gesagt, natürlich, sie war ein bisschen emotional. Dann postet sie am nächsten Tag so ein Reel. Sie steht vor der Kamera und lacht und ist geschrieben irgendwie, weißt du warum? Nee, du bist so, du strahlst, du bist so gut drauf, warum denn? Weil mein Mann weg ist, irgend sowas. Sie hat vorher mir nicht gesagt, dass sie das posten wird und das hat mich natürlich ein bisschen verletzt. Ich war so, okay, vielleicht erst mit mir reden und klären. Das hat mich ein bisschen so... Komisch, weil ich immer davon ausgehe, dass André nach so vielen Jahren genau diesen Ja, aber Moment, Reels verstehst du, das ist in diesem Moment, wo du komplett emotional warst und es war ein Streit und dann gehe ich weg, du sagst nicht mal Tschüss und dann am nächsten Tag, oh, ich bin so glücklich, dass er weg ist. Okay. War auch so. Und mir haben sogar ganz viele auf Instagram geschrieben, oh mein Gott, du strahlst so. Und dann habe ich auch kurz drüber nachgedacht, warum ist das so? Warum strahle ich, wenn er weg ist? Warum fühle ich mich befreit, wenn er weg ist? Also Entschuldigung, dass du dich verletzt gefühlt hast. Ich habe irgendwie da nicht drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, so oft machen wir das mit den Reels, dass wir einfach das raushauen, was wir fühlen. Ich hätte es bestimmt vorher mit dir absprechen sollen.
du haust, was du fühlst. Ich nicht so. Ach. Naja, im Podcast jetzt mittlerweile schon. Im ne? Podcast ja, aber wir haben da schon oft drüber geredet und du sagst Moment immer... Moment war ganz perfekt, weißt du, so... Okay, dann lass es mich kurz erklären. Nein, ist alles gut. Nee, ich möchte es kurz erklären. Ich habe schon verstanden. Also, Note an mich. Ich muss jedes Reel vorher mit André absprechen. Das vergesse ich immer wieder, weil, ja, ich bin in meiner Emotion drin und es ist mein Kanal und ich finde es so wichtig, dass man alles sagen darf, dass man alles... Aber natürlich muss man auf Gefühle Rücksicht nehmen. Es war aber definitiv so, ich habe mich befreit gefühlt. Ich habe mich natürlich auch... Nach diesem Streit und nach dieser Anspannung, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Folge 13 gehört habt, was das für eine Anspannung ist und dass dann einfach eine Pause reinkommt und du einfach mal wieder loslassen kannst und durchatmen kannst, tat mir sehr gut. Dann kam ganz viel, oh mein Gott, du strahlst so und du bist so voller Energie. Ich habe seit André dann losgefahren ist, habe ich mir vorgenommen, alle Zimmer auszumisten. Und habe wirklich diese 5 Tage so genutzt für die Kids, für mich und für das Ausmisten. Und dann kam auch zum Beispiel die Frage, vermisst du André gerade? Da war ich so, Quatsch, also dazu braucht es wahrscheinlich 3-4 Wochen, bis man sich vermisst. Ne? Also so 3-4 Tage habe ich nie das Gefühl, oh Gott, ich möchte jetzt, dass er kommt, sondern ich habe das Gefühl, yes, jetzt bin ich hier alleine, jetzt kann ich durchziehen, jetzt kann ich die Dinge machen, die ich möchte. Und es geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Oder hast du mich vermisst? Jetzt hast du mit den 4 Jungs und hast 100%. Gesagt, ich will nach Hause zu Jana. Nein, 100% nicht. Ja. Kinder ein bisschen schon, aber ja. Ich habe dann halt einfach überlegt, warum das so ist und habe natürlich mir auch die Frage gestellt, liegt das jetzt daran, dass wir gestritten haben, liegt es daran, dass die Situation angespannt war, liegt es wirklich an uns, dass ich einfach alleine mich besser fühle? Und bin dann aber ganz schnell zu der Erkenntnis gekommen, wie immer, man hält sich selbst den Spiegel vor, dass wenn André nicht da ist, ich einfach alle Aufgaben übernehmen muss, somit eine Struktur habe, die mir keiner durchbricht. Und somit ist es halt, ich stehe auf, ich mache das Frühstück, ich gehe mit dem Hund raus, ich, ne, und du hast dann halt so diese Struktur und du bist irgendwie, also ich bin befreiter, weil ich nichts erwarte. Wenn André da ist, dann erwarte ich, wenn ich mit den Kindern bin, dass er sich ums Frühstück kümmert, dass er mit dem Hund rausgeht. Ne? Und dann ist es halt so, ja, ich weiß auch nicht. Es ist nicht, wie sagt man das? Also weil ich halt so viel erwarte oder weil ich so viel denke, das müsste er jetzt tun, ist mein Tag dann eher so genervter, wenn er Dinge nicht tut, wo ich denke, die müsste er jetzt tun. Er weiß aber nicht, was ich denke. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, dass wir besser miteinander funktionieren müssen. Seit Jahren sagen wir, wir müssen einen Plan aufstellen, was du machst, was ich mache, wann hast du die Kinder, wann habe ich die Kinder. Ich hätte gerne Zeit für Instagram von irgendwie 11 bis 13 Uhr, dann gehst du mit den Kindern raus. Aber dieser Plan kommt nie zustande. Und das macht alles ein bisschen anstrengend. Mhm. Ja. Dass wir keine Struktur finden gemeinsam. Alleine, du dein Tag, ich mein Tag, hat jeder seine Struktur, aber gemeinsam haben wir keine. Und das macht es irgendwie schwierig. Ganz viele schreiben mir auch immer wieder, boah, wie ihr 24/7 aufeinandersetzen könnt, ist ja kein Wunder, dass es so anstrengend ist. Und da haben wir auch in letzter Zeit öfters drüber geredet, ob vielleicht André doch was unabhängig von diesem Business hier macht. Weil er nicht so die Erfüllung findet in unserem Business, ne? Ja, und es ist schwer, allgemein Mann und Frau zusammenarbeiten. Puh, wirklich. Macht keiner. Aber ich kenne Paare, wo es gut funktioniert. Also möglich ja, ist es schon. Aber es ist selten. Möglich schon, aber selten, ja. Ich, meine Meinung. Weil immer bei der Arbeit, man kann nicht unterscheiden Persönliches und was... Zur Arbeit gehört. Deswegen, das ist. Du fühlst dich auch immer sehr, sehr schnell getriggert, wenn ich irgendwie halt du genauso. Was verlange, ne, von dir. Also wenn ich sage. Du genauso, Schatz. Also sobald kommt Kritik irgendwie, dann ist sofort von beiden Seiten Eskalation. Lass uns doch mal zu Spanien gehen. Du bist losgeflogen. Ja, ich bin losgeflogen, habe mich auch gut gefühlt, befreit also von diesem ganzen Stress. Hättest du mal ein Reel gemacht drüber?
Und glaubt mir, wenn ich das gemacht hätte, da. Nee, glaube ich nicht. Ja, klar. Ich bin nach Spanien geflogen. Aber ja, also, ich habe Tickets gebucht bei EasyJet. Habe mit American Express bezahlt. Und dann sofort kam so eine Empfehlung mit Auto. Dann habe ich gesehen, ein Auto von Weber, glaube ich. Ist egal, wie die... Was ist denn Weber? Vermieter. Autovermieter. Aha. 25 Euro am Tag, insgesamt 5 Tage 125 Euro. Jeep Renegade, Automatik, perfekt, glaube ich. Ich habe sofort, sofort gebucht. Wieder mit American Express bezahlt. Bezahlt. Alles ist wunderbar. Kam die Bestätigungs-E-Mail, alles ist super. Ich habe die E-Mail ganz schnell durchgelesen, das und das und das und das, stimmt, super. Fliege ich nach Spanien. Dieser Autovermieter war ein bisschen außerhalb vom Flughafen, so ich glaube 10 Minuten, 5 Minuten mit dem Shuttle. Da habe ich diesen, erstens musste man diesen Shuttle finden, das war auch nicht so einfach. Dann bin ich dorthin, also mit dem Shuttle zum Autovermieter. Komme, sage, ja, ich habe hier gebucht. Die so, ja, wunderbar, machen alle Papiere, füllt alles aus. Dann sagt sie, möchten Sie eine Versicherung haben? Wir haben zwei, hier ist alles included, hier ist Selbstbeteiligung und so. Dann sage ich, nein, ich habe American Express und ich habe dort Versicherung, also alles gut. Dann sagt sie, wir akzeptieren keine American Express. Dann sage ich so, was? Ich habe mit American Express bezahlt. Die sagen, ja, aber du hast an EasyJet bezahlt und EasyJet ist so ein Dealer oder halt nicht der Autovermieter, sondern so eine Zwischenfirma. Und die akzeptieren American Express, die haben Geld bekommen, aber der Autovermieter akzeptiert kein American Express. Deswegen, ich kann kein Deposit da lassen, also Pfand oder wie heißt das? Ja, okay, ja. Dann sage ich, okay, was machen wir jetzt? Hast du eine andere Karte? Ich sage, ich habe so eine ganz normale EC-Karte, Electronic Cash Karte. Aber sagt hast sie, du nein. Keine Miles & More mehr? Die funktioniert nicht, wegen DKB. Also wir haben auch Mastercard gehabt, die ist aber geblockt, blöderweise, da ist was mit der Bank passiert und so weiter. Dann sage ich, okay, meine Frau hat American Mastercard, genau. Die akzeptieren nur Mastercard und Visa. Dann sagt sie, ist deine Frau hier? Nein, sie ist nicht hier. Geht nicht. Dann sage ich, okay, vielleicht kann ich mit PayPal, mit Cash, das Geld, was ihr braucht, mit Cash da lassen und dann wieder abholen. Nein, geht nicht. Nichts geht außer diese zwei Karten. Okay. Und diese zwei Karten müssen auf meinen Namen sein oder auf eine Person, die auch hier bei mir ist, im Spanien. Also im Echt, also steht, ja, dass man in Person. Diese Person sieht und man nimmt Karte auf seinen Namen. Dann sage ich, ja, und was mache ich jetzt? Dann soll ich stornieren oder so? Sie sagt, ja, aber wir können nicht stornieren, musst du durch EasyJet stornieren? Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Es ist mir aber, ja, alles klar. Aber ich war in Zeitdruck, weil die Jungs haben schon auf mich gewartet und wir haben schon eine Show-Tickets, also geplant, gebucht. Irgendjemand hat für uns gebucht. Ihr seid abends in die Show Sonama, ne? Nee. Sonama, das ist Mallorca. Wir waren auf Benidorm Palace. Ah, Benidorm Palace. Auf jeden Fall, um die Sache abzukürzen, du bist dann zurück zum Flughafen. Zurück zum Flughafen, Sixt, und anstatt 125 habe ich 600 Euro bezahlt. Und anstatt Automatik Jeep habe ich Citroën C3 Schaltgetriebe, was war auch kein Problem. Ich fahre gerne Schaltgetriebe. Das einzigste Nervige, linker Fuß, der auf Kupplung drückt, habe ich lange nicht benutzt. Ja, und das war... schwer. Wir haben ja den Tesla und den Touareg und da haben wir Automatik. Und Elektro, ja. Da gibt es keinen Kupplung. Ja, das habe ich auch neulich gehabt, wo ich gedacht habe, boah, wie weh tut denn das mit der Kupplung? Ja. Ne? Und vor allem parken in diesem, wo wir gewonnen haben, dann, da gibt es so eine Tiefgarage und die ist mega eng. Da gibt es solche Spirale, die nach unten gehen und die sind mega eng. Und da muss man richtig so, vor allem wenn man nach oben fährt,
Und da muss man mit Kupplung spielen ein bisschen. Das war nervig. Ansonsten. Aber wie in jedem blöden Tief oder Herausforderung, nennen wir es Herausforderung, lernt man wieder, wie oft standen wir schon da mit genau diesem Problem. Amex wird nicht akzeptiert. Miles and More. Also, ne, wir haben diese zwei Karten, um Meilen zu sammeln. Und das ist eine super tolle Sache. Mastercard. Also Mastercard, überall wird akzeptiert Visa und Master. American Express ganz nirgends, ja. Bei großen. Europapark zum Beispiel kein Problem. Amex geht immer. Flughafen. Auch in manchen Supermärkten nehmen sie Amex. Und wir machen das aus einem ganz bestimmten Grund. Man kann richtig geil Meilen sammeln und Punkte sammeln, wo man dann wirklich Flüge fast gratis oder zum Beispiel Business oder First Class zu einem ganz günstigen Preis bekommt. Also das macht Sinn, dieses System. Aber Miles & More oder diese Mastercard ist irgendwie verknüpft mit einem DKB-Konto und da ist immer Probleme. Du musst irgendwie die ganze Zeit deine Daten bestätigen. Wenn du das nicht machst, dann tun sie die reaktivieren. Also super kompliziert. Ja, wir haben genau... Als ich deine Story gehört habe, DKB-Konto haben wir gehabt damals und die haben wir nicht gekündigt. Das war mein Die haben wir nicht gekündigt und da war irgendwas. Also meine Konto bei DKB wurde geblockt und deswegen meine Karte wurde auch geblockt. Da fühlt man sich immer so bescheuert, ne, in diesem Moment. Wegen 20 oder 30 Euro und die haben mich nicht kontaktiert, dass da Minus ist. Ich weiß nicht wie. Whatever. Ja. Egal. Auf jeden Fall habe ich die Story von André gesehen. Wir waren nicht so gut im Kontakt natürlich nach diesem Streit. Ich habe die Story gesehen, mir tat es dann immer, also mir tut sowas sowieso immer leid, wenn man dann im Stress ist und wenn man in so einer Situation ist. Und dann habe ich ihm nur geschrieben, ich habe jetzt eine Visa oder Mastercard, weiß ich gar nicht, meine Visa, glaube ich, bestellt. Weil wir haben zwei Kreditkarten, eine macht immer Probleme, jetzt haben wir einfach noch eine Ersatzvisa bei unserer Bank bestellt und dann ist hoffentlich dieses Thema vorbei. Ja. Wir hatten nämlich schon mal so eine Situation mit der Tesla-Ladestation, da können wir immer laden, sondern mit einer anderen Ladestation, wo wir auch das Problem hatten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben eine neue Kreditkarte und hoffentlich... Und mindestens 600 Euro. Ja. Hat sich denn gelohnt, die 600 Euro und der Trip nach Spanien? Hattest du Spaß? Ja, aber ich habe auch gemerkt, unsere Wohnsituation war so, Wohnung, zwei Zimmer, ein Zimmer ist Schlafzimmer, das zweite Zimmer ist Küche, Wohnzimmer mit Schlafcouch. Und ich bin als letztes gekommen, deswegen ich konnte nicht wählen, wo ich schlafe. Und ich bin geschlafen, oder ich habe geschlafen auf der Couch mit einem von uns, mit einem Kollegen. Erstens, der hat so geschnarcht, in jeder Position, wie ein Traktor, wirklich. Also ich habe gedacht, es ist Erdbeben. Und so... Von 3 bis 5 konnte ich nicht schlafen. Hättest du dir für 600 Euro mal ein anderes Zimmer gebucht? Ja, also ich habe ihn wirklich 20 Mal geweckt. Hallo, hi, du schnarchst, das nervt, bitte, bitte. Hat nicht geholfen. Der hat kurz aufgehört, hat sich umgedreht und schon im Umdrehung hat er wieder angefangen. Ja, und das zweite natürlich, das war wie Wohnzimmer und wenn ich schlafen will, und andere nicht, dann ist ja immer. Ich habe gemerkt, dass ich alt geworden bin oder älter und ich brauche meine Ruhe nachts. Ich muss getrenntes Zimmer zum Schlafen haben. Ich würde nie in einen Urlaub, ohne ein eigenes Zimmer zu buchen. Alles andere ist kein Problem, aber schlafen, das ist wichtig jetzt, sehr wichtig. Vorher war es gar kein Problem, ich konnte schlafen. Egal wo. Ja, auf dem Bahnhof, einfach. Und dann wirklich, jetzt. Ja, das verändert sich. Und vor allem wart ihr ja auch tagsüber schwer unterwegs, ne? Und habt Party gemacht, deswegen... Also ich, am ersten Abend nach der Show haben wir, kann man sagen, Party gemacht. Wir haben so eine Tour gemacht. Das war in Benidorm und Benidorm ist wirklich so partymäßig, so wie, also ich sag mal, nee? War ich nicht, aber so wie Las Vegas oder so halt große Straßen mit Bars, Pubs, Disco, kleine Discos halt. Und wir haben so eine riesen Tour gemacht, wahrscheinlich ein paar Stunden, 3-4 Stunden. Sehr laut, was getrunken, ich war ein bisschen natürlich auch müde von der Reise.
da haben wir eine Party gemacht. Am nächsten Tag habe ich... Wie war denn die Show, die erste? Benidorm Palace? Nicht so gut? Ich kann die Show nicht gut Also man nehmen. Muss dazu sagen, wir sind super kritisch immer, wenn wir Shows anschauen, weil wir Klar. halt unglaublich viel Klar. gesehen haben. Und ganz viele, die die Shows anschauen und sagen, oh mein Gott, war das gut. Wir gucken halt leider irgendwie anders Shows. Ja, auf jeden Fall. Wir haben da halt so ein kritisches Auge. Wir kennen viele Künstler, wir kennen viele Tänzer und Moderatoren und Comedy und so. Und dann ist man kritischer. Also wenn André sagt, oh, die Show war nicht so gut, heißt nicht, dass die Show nicht gut ist, sondern dass einfach ne, von meiner Seite halt eine Qualität ja. einfach Aber eine andere. Da hat gearbeitet einer von ein Freund von den Jungs, mhm. mit denen ich zusammen war. Und wir haben einfach ihn gefeiert. Wow, ja Mann, da ist er, komm, zeig uns. Ja, die Stimmung war Support. Mega. Ja. Mhm. Cool. Dann am nächsten Tag war ich natürlich ein bisschen Hangover und wenig geschlafen wegen Schnarchen und das Ganze. Der Tag war... Hm? Da habt ihr aber nur getillt, oder? Ja. Am zweiten Tag. Ja. Und dann am dritten Tag sind wir nach Alicante gefahren. Und dort Circus du Soleil Alegria angeschaut, die neue Alegria-Show. Und das war bombastisch. Richtig alles in Circus du Soleil, wirklich, das ist ein Level immer noch. Von zum Beispiel das Stehenkloß, das ist auch ein Tent, ein Zelt. Zelt. Aber zum Beispiel das Stehenkloß, so wie Container oder sowas. Aber man kommt rein, es ist sofort Klima, es ist sauber. Diese Klos sind nicht Bio-Klos, also das Wasser läuft weg. Also man fühlt sich sofort angenehm. Ihr hört schon, André hat schon einiges erlebt, auch mit Klos. Oh, puh, ja. Vor allem in der Ukraine noch damals. Also mein Opa, ich war ganz oft bei meinem Opa im Sommer im Dorf und der hat so ein Plumpsklo. Das ist richtig Erlebnis. Ist das ein Plumpsklo oder ist das einfach ein Loch im Boden? Loch im Boden. Ja, genau. Plumpsklo hört sich noch so schön an, finde ich. Nein, nein, ist Loch im Boden. Ja, genau. Deswegen, das hat mich sofort gefreut. Und auch die ganze Show ist wie ein Theater. Alles ist geplant, alle Übergänge sind, also keine so Stops, alles ist dunkel und man wartet und versteht nicht, was, what's going on, was ist jetzt passiert, sondern alles Klo, ist so... Ich muss aufs Klo. Darf ich ganz kurz? Aufs Klo. Dann bis später. So, Sorry. Weiter geht's. Genau, Circus du Soleil, mega Empfehlung, mega Show. Ich war begeistert am Ende. Ich wollte nur aufstehen und klatschen wie ein Wahnsinn. Aber er hat es keine guten Plätze, habe ich auf Instagram gesehen, oder? Die günstigste, schlimmste Plätze, die es gibt. Wo dieser Mast die ganze Zeit davor steht, gell? Also das ist so ein Kreis praktisch und natürlich die ganze Show ist zur Mitte, sagen wir, vom Kreis orientiert und wir waren... Praktisch hier. So die sehen dich nicht im Podcast, Schatz. Oh ja, stimmt. Also, wenn man sich überlegt, also ich hab's gesehen. Man steht vor dem Kreis. Ja, und da sind diese Masken ganz, vom ganz Zelt. Ne? Also, genau. Und in der letzten Ecke links vor so einem Zeltmast. Ja. Aber ich habe die Story gesehen, die er gemacht hat, habe gedacht, oh Gott, der wird bestimmt sagen, es war katastrophal. Und dann warst du so begeistert, trotz schlechtem Platz. Das ja, sagt ja. einiges über die richtig, Show. Richtig geile Show. Und da hast du auch einen Freund gehabt? Dort hat gearbeitet einer, ja, von früher aus der Sportakrobatik. Der hat Tumbling gemacht. Das ist Tumbling? Also so eine lange... Bahn? Bahn und man springt da. Ah ja, dieser Airtrack. Kein, ja, kind of Airtrack, aber nicht Airtrack, sondern... So eine lange Bahn, die federt und wo man drauf springt. Ja, springt, ja, mhm. ja. Mhm. Okay. Und genau, und der war Hauptrolle in der Show, also Megashow. Und dann habe ich noch einen Freund auch von der Sport und also ganz viele Jahre bin ich mit ihm befreundet. Er wohnt auch in Spanien, ganz in der Nähe von Benidorm, Calpe. Und dann sind wir nach Calpe gefahren und da ist richtig geil für also mein Geschmack, so mit Familie und so, viel ruhiger, viel gemütlicher. Mega Strände. Du bist echt alt geworden. Ja. Viel ruhiger. Also diese Benidorm, auch tagsüber, nicht Party, aber Strände sind klein und Massen von Menschen. Es ist wahnsinnig heiß. Das Wasser ist warm. Und vor allem, man läuft ins Wasser und ist irgendwie gelb. Wirklich. Also wir haben sehr, sehr guten Blick gehabt. Ja. Und man sieht, dass das ganze Meer ist blau.
Und dann am Ende, wo alle Button. Aber ist das nicht wegen Sand? Ich weiß nicht. Oder ich machen wollte alle nicht Pipi rein? Wissen, warum ist das so? Also Benidorm für junge Menschen, die Party machen oder auch ältere Menschen, die richtig abgehen wollen. Mega Empfehlung. Also so Strand. Würdest du es uns empfehlen als Familie? Nach Benidorm? Ja. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Als Familie Kalpe. Richtig, richtig geil. Und auch diese Berge. Da steht so ein Rock. Fels. Aber richtig groß. Mhm. Im Meer. Richtig geil. Aber wart ihr da auch im Meer in Kalpe? Mhm. Ah, ja. Viel besser. Viel, 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 viel besser. Die Preise sind auch sehr angenehm in Spanien. Günstiger. Zum Beispiel Bier kostet im Restaurant 3,50 €. Großes Bier. Aha. Das Essen kann man für 12, 15 Euro schon was richtig Gutes haben. Der Flug, war der Flug teuer? Nee. Der Flug war, also die Jungs sind geflogen mit, ich glaube, 160 Euro. Ja, aber wie die geflogen sind. Hin und her, aber ja, genau. Die sind mit Bus, mit Umweg. Um 6 Uhr morgens von Baden-Baden nach Mallorca und dann getrenntes Ticket von Mallorca nach Valencia und dann von Valencia noch 2 oder 3 Stunden mit dem Bus. Mein Gott, nein. Und das ist um 6 Uhr morgens haben die angefangen. Also die Diskussion haben wir schon so oft geführt, ne? Auch damals. Das heißt, die sind. Aber du warst früher auch so, ne? Wo wir uns kennengelernt haben, warst du auch immer so, wenn wir nach Flügen geschaut haben. Das war kein Problem für mich. Wolltest du immer eher günstig und egal, wenn umsteigen und so? Und ich habe gesagt, nee. Also ganz ehrlich, gerade auch jetzt mit Kindern, ist mir egal, wenn man mehr bezahlt, aber direkt und auf keinen Fall irgendwo dazwischen den Bus oder sonst was. Aber ja. Ich glaube, ich habe für 400 Euro gekauft, von Basel direkt nach Alicante. Ja, okay, 120 und 400 ist dann halt schon nochmal ein Unterschied, ne? Ja, aber 15 Uhr von Basel, 18 Uhr schon in Alicante. Direkt Mietauto direkt. Und zur Ferienwohnung. Ja. Und nicht irgendwie die ganze Nacht durchfahren und so. Ja. Ja, schön. Also André hatte eine gute Zeit in Spanien. Ich hatte eine gute Zeit zu Hause. Ich habe meine Kurzfassung schon erzählt. Wir waren im Europapark zu dritt. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, die hier zuhören. Wir wohnen sehr nah am Europapark. Da haben André und ich uns ja auch kennengelernt. Und wir kaufen jedes Jahr die Jahreskarte, weil sich das schon nach 5-mal drinne, glaube ich, hat man den Preis schon wieder raus. Oder sogar 3-4-mal drinne. 260 kostet sie, glaube ich, für Kinder und irgendwie 290 oder 80 für Erwachsene, irgendwie so. Ja, 3-4-mal. Und der Eintritt kostet ja schon 60 Euro pro Person. Also wir haben das einfach ganz schnell drinne mit der Jahreskarte. Und deswegen waren wir 1 oder 2-mal in diesen 5 Tagen. Nee, ich glaube einmal. Und in der anderen Zeit habe ich dann halt immer so versucht, die Balance zu halten, was mit den Kindern zu unternehmen, ausmisten, arbeiten. Und ja, das ist mir sehr, sehr gut gelungen in diesen 5 Tagen. Einmal bin ich an meine Grenze gekommen. Ich glaube, das war dann ziemlich so der letzte Tag, wo ich dann gemerkt habe, oh ja, ist schon heftig, diese ganzen Aufgaben. Aber irgendwie war ich total im Flow. Und dann kam André zurück mit einer nicht so guten Laune. Ja, ich war auch müde, sehr müde. Nein, Laune war schon gut, aber ich war einfach müde. Schon wo ich losgeflogen bin, ich weiß nicht warum, vielleicht wegen ganzen Emotionen. Die Nacht vorher habe ich nicht getrunken, ein bisschen wenig geschlafen. Und dann ich schon im Flughafen in Alicante, also vor dem Flug, ich konnte also einschlafen sofort, richtig müde. Dann bin ich ins Flugzeug und sofort angeschlafen, so wie der da in Spanien. Und dann, ja, ich war einfach sehr, sehr müde. Dann zu Hause bin ich nach Hause gekommen, habe ich gesehen, die haben so toll ausgemistet und so. Habe gesagt, wow, wie leer, wie schön. Und dann habe ich ein Ding gesehen, diese Vorhänge, das du gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, ah, die Vorhänge mag ich leider nicht. Und das hat sie gehört. Was sie vorher, also, dass ich schön gesagt hat und das ist leer, hast du irgendwie nicht so angenommen? Also ich habe es nicht so wahrgenommen. Ich habe es wieder ganz anders wahrgenommen. Uns hat übrigens jemand ein Buch empfohlen. Das müssen wir unbedingt, vielleicht auch lieber als Hörbuch, weil ich kaufe immer Bücher und dann lese ich sie nicht. Wo es darum geht, dass eben Mann und Frau oder ich glaube
vielleicht auch man, also in der Beziehung, dass man immer, warum man immer Dinge so komplett anders wahrnimmt oder ging es um Erinnerungen, dass man sich an Dinge anders erinnert. Aber ich glaube, das können auch zwei Männer ganz verschiedene. Vielleicht, aber die hat gesagt, sie findet das so verwunderlich, wenn wir über Dinge sprechen, wie unterschiedlich wir das immer wahrnehmen. Und für mich war es so, ich war irgendwie mega stolz. Ey, ich habe 5 Tage durchgezogen, ich habe alles gemanagt, alles war einfach super in diesen 5 Tagen. Und André, das haben wir auch schon öfters erzählt, legt ja sehr großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung. Und das haben wir die letzten Jahre nicht so hingekriegt, weil mein Fokus eben auf Kind und Arbeit immer liegt. Und dann habe ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es für ihn gemacht habe, weil das Ausmisten hat bei mir auch immer so eine Wirkung, wenn im Kopf Chaos ist, dann muss ich auch im Außen irgendwie mehr Ordnung haben. Aber ich habe schon erwartet, hier wieder mein Fehler, die falsche Erwartung, dass er total ausflippen wird, dass ich so viel geschafft habe. Wir haben, Leute, aber es war Sperrmüll. Aber krass, ich habe... Für mich hat er nicht gesagt. Vier, fünf Worte gesagt, wo ich... fünf Worte und nee. 5 Tage ausgemistet. Egal, es ist mein Problem. Gesagt, wow, wie schön, ich sehe auch schon, dass das mein Problem ist. Sehr gut. Ich erwarte immer ganz andere Dinge und ich kenne dich so gut und ich weiß, dass deine Reaktion nie... Oh, krass, oh mein Gott. Sind sie nie. André hat halt eine andere Art. Also halt ausflippen so und richtig. Ich check's so nicht, warum ich nach 10 Jahren immer noch mir wünsche, dass die Reaktionen anders sind. Also ich weiß, dass das definitiv mein Problem ist. Egal. Nee, nicht egal. Ich meine, ich möchte jetzt einmal kurz zu dem Ausmisten zurückkommen. Es war Sperrmüll. An dem Tag, nee. Am nächsten Tag. Am nächsten Tag, wo du weg warst. Mhm. Auf jeden Fall haben meine Eltern oder mein Papa vor allem hat mit mir das ganze Sperrmüllzeug. Wir hatten einen Wintergarten, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein Wintergarten ist so ein schöner Ort, wo eigentlich Pflanzen stehen. Wo man im Herbst und Winter reinsitzen kann und irgendwie das Schnee... War es war eine Abstellkammer. Es war ganz furchtbar. Wir haben da einfach alles, was im Haus keinen Platz hatte, haben wir noch da reingeschmissen. Wo wir in dieses Haus gezogen haben, wir haben Ferienwohnungen gehabt. Und das ganze Möbel, was wir nicht geschafft haben zu verkaufen, haben wir mitgenommen. Ja, da stand und eine alte Couch. Und da oben drauf haben wir alles draufgestellt. Wirklich. Also es war furchtbar. Mhm. Und einen Wintergarten sieht man ja auch von außen. Das heißt, jeder, der auf der Straße vorbeiläuft, sieht diesen Müllwintergarten. Und hat irgendwie mich null gejuckt die letzten Jahre. Aber ich habe so einen Rappel bekommen. Vielleicht hat das auch hier was zu tun mit der ganzen Situation, dass wir uns halt gerade irgendwie versuchen... zu heilen. Nee, oder man kommt in so einen Flow und dann musst du... Nee, aber damit hat es ja angefangen. Ich habe gehört, es ist Sperrmüll und habe gedacht, das muss der Wintergarten muss ausgemistet werden. Keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir geschuftet, mein Papa und ich in der größten Hitze, haben wir wirklich so viele Möbel rausgetragen, aussortiert, weggeschmissen, verschenkt, Mülldeponie, Kleiderkammer, also wirklich hardcore. Es war hardcore viel Arbeit. Also gerade der Wintergarten war hardcore viel Arbeit. Und dann nach diesem Wintergarten hatte ich so das Gefühl, oh mein Gott, wie geil ist das? Von einem wirklich komplett vollgestopften Raum reduziert auf einen Tisch mit 4 Stühlen. Mhm. Es ist unglaublich. Du kannst da drinnen jetzt hinsitzen, atmen, durchlaufen. So, so gut. 100%. So ein freies Gefühl. Du sitzt da und genießt. Oh. Mhm. Als ob du irgendwas getragen hast. Und jetzt... Genau, und entspannst. Und dann bin ich in diesen Flow gekommen. Dann habe ich angefangen, okay, jetzt gehe ich jedes Zimmer durch und gucke, wo kann ich ausmisten. Dann habe ich gedacht, okay, das zweite Zimmer muss unbedingt das Büro sein, weil wir haben so viele Dinge, die wir jeden Tag regeln müssen. Und das in einem vollgestopften Büro ist einfach furchtbar. Da hat man gar keinen Bock reinzusitzen. Also habe ich das ganze Büro entmüllt, stundenlang ausgemistet. Die Kinder waren so süß, die haben so toll mitgeholfen. Wir haben so einen Schredder, so einen Dokumentenschredder. Und während ich alles aussortiert habe, habe ich denen immer die Blätter hingeworfen. Die haben geschreddert. Also die waren halt auch voll mit involviert und hatten richtig Bock auszumisten. Dann haben wir Ausmistspiele gemacht. Dann haben wir mit Musik gemacht, Stopptanz. Und ja, wir haben das echt richtig, richtig gerockt. Und es hat allen Spaß gemacht. Und irgendwie war das halt 5 Tage lang so viel Arbeit, wirklich körperliche Arbeit. Ich bin
habe auch viele Nächte gearbeitet, und weil ich muss ja nicht nur ausmisten, ich muss ja auch noch einen Instagram-Kanal führen, zwei Instagram-Kanäle. Ich habe dann auch immer, wenn ich ausgemistet habe, gehühlert für unseren Hühlerkanal. Also es war einfach, es waren 5 Tage unfassbar viel Arbeit, während André unfassbar viel gechillt hat. Und vielleicht war da auch schon wieder so in mir so, okay, ich habe jetzt so viel gemacht und er hat jetzt gechillt, er kommt jetzt bestimmt zurück, ist total entspannt, hatte geile Tage. Ja, aber ich war entspannt, ehrlich gesagt. Wird mich unfassbar feiern, dass ich das hier alles gerockt habe und sowas halt nicht. Und das ist einfach was, was ich checken muss. Ich immer wieder, also ne, wir hatten das Thema ja auch schon oft, auch mit dem Heiratsantrag und so. Warum hat man immer so Erwartungen, wenn man eigentlich weiß, die Person ist nicht so? Und das ist was, was ich wieder gecheckt habe. Mach's doch für dich. Also das hat auch André gesagt, der Satz hat mich natürlich auch getriggert. Du hast doch nicht für mich ausgemistet. Und es stimmt. Nee, ich habe nur gesagt dann, dass diese Vorhänge mag ich nicht. Und sie weiß, dass sie sie nicht mag. Und dann hat sie gesagt, kannst du eigentlich was Gutes sehen? Ich habe gesagt, ja, ich hab was Gutes gesehen. Und ich war müde und ich war ein bisschen, genervt von der Reise. Und naja, einfach müde. Man kennt das ja. Und sie sagt oft, du hast das ja nicht für mich gemacht, sondern für dich. Und diesen Satz habe ich mich daran erinnert und dann habe ich das an ihr so ein bisschen. Das war auch blöd. Das hast du auch nicht für mich aufgeräumt, sondern auch für dich. Deswegen wirf mir das nicht vor. Ja. Mhm. Und dann war vorbei. Mit der Stimmung. Die Fadenvorhänge war auch wieder irgendwie... Also ich habe nicht gedacht, dass er sie nicht mag. Wir hatten mal so einen Fadenvorhang, der Makramee, so Baumwollstoff und alles, was so hippie-mäßig ist und Boho-Style, findet André furchtbar. Ja. Und diese Fadenvorhänge jetzt, die sind einfach nur aus Plastik, glaube ich. Und also einfach nur Kunststoff. So Fäden. Wir haben das Problem, dass im Wintergarten unglaublich viele Insekten reinkommen, wenn da nichts hängt. Und dann war ich mit den Kindern beim Baumarkt und dann gab es wahnsinnig viele Lösungen. Und die günstigste Lösung, weil André auch immer wieder meckert mit, ich gebe zu viel Geld aus, waren diese Vorhänge. Und dann habe ich gedacht, du, als Übergang ist das super, dann gehen wenigstens keine Schmetterlinge, Hummeln, ne, die großen Tiere rein. Also ich glaube, Fliegen und so kommen wahrscheinlich schon zwischendurch. Ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, es wäre günstig, es wäre eine schnelle Problemlösung, aber fand er nicht gut. Und nach 5 Tagen unfassbar viel anstrengender Arbeit habe ich mehr erwartet. Und das war falsch. Ich hätte es nicht erwarten sollen, dass er mir um den Hals fällt und sagt, danke, diese wundervollen hier Fortschritte im Haus. Whatever. Ich muss meine Erwartungen irgendwie... loslassen. Das hast du schon 7-mal gesagt, jetzt wir haben verstanden. Vielleicht muss ich es mir immer wieder sagen. Ja. Weil ich immer wieder frustriert bin und dann merke, dass die Frustration einfach irgendwie selber in mir entsteht. Dass ich halt eine andere Vorstellung habe von was passiert. Mhm. Ja. Und jetzt sind wir hier. André ist zurückgekommen, meiner Meinung nach, mit einer schlechten Stimmung, müde. Ich war 100% müde, aber Stimmung war wirklich, wirklich nicht schlimm. Ich habe es nicht gespürt. Ich habe es überhaupt nicht gespürt. Er war sehr müde, er war sehr angepisst, eben solche Sachen gesagt wie, hast du doch nicht für mich gemacht, und er war patzig. Und ich war nicht, nein, meiner Meinung nach, also wie ich mich gefühlt habe, ich war müde. Ich musste dann noch mit mir laufen und mich natürlich hat ein bisschen diesen... Satz von dir getriggert, genervt, dass ich nichts sehe und ich nichts gesehen habe. Und obwohl ich bin überall dann gegangen mit den Kindern, mit Jan, und habe ich wirklich 5-mal, wow, wie schön, toll, super, habt ihr das gemacht. Genau, sie hat das nicht gehört, aber ich habe es gesagt. Aber dann, vielleicht kannst du es mir halt bewusster sagen. Was ich gesagt habe, ist, diese Dinge mag ich nicht. Die mag's, also wenn man die Tür zumacht, die gehen immer wieder dazwischen und die machen Geräusche. Ich mag das nicht, okay? Manchmal würde ich mir wünschen, dass du vielleicht weniger, also ich habe immer das Gefühl, dass du halt, also zum Beispiel kochst. Ich kann sehr, sehr, sehr gut verstehen, warum du das gesagt hast, warum das dich nervt. Was ich gesagt habe, hat genervt, 100%.
Also das ist ja ganz oft unser Thema, ne? Ich mache irgendwas und erwarte, dass jetzt eine tolle Reaktion kommt und dann sagt aber andere eher was Negatives. Also zum Beispiel, keine Ahnung, beim Essen, ich rieche alles und dann kommt dann und sagt er, aber das Wasser fehlt oder so. Anstatt dass er sagt, wow, krass, du hast das Essen gerichtet. Also ganz oft, meiner Meinung nach, sage ich, wow, krass, du hast das Essen gerichtet, es fehlen Gläser, ich hole sie. Und sie hört nur, dass Gläser fehlen. Und sie hat wieder was falsch gemacht. Ah, dass ich sage, dass du was falsch gemacht hast. Vielleicht höre ich immer. Und ich habe das nicht gesagt. Oder ich sage, oh krass, in der Suppe ist irgendwas. Ah, sagst du, dass ich kochen nicht kann oder sowas. Auch ganz oft. Kannst ja, aber du nicht dankbar sein. Aber du bist auch eher jemand, der eher das Negative sagt wie das Positive. Du findest ja auch die Positivität bei mir immer so nervig und anstrengend. Weil du sagst immer, ich bin eher Realist und ich bin nicht so und ne, also ich habe schon das Gefühl, dass du eher das Negative sagst wie das Positive. Finde ich nicht. Also, okay. Ich versuche jetzt seit langem erst Positives sagen und dann das Negative halte ich, bis die Stimmung richtig gut ist und dann so richtig. Ah, ist aber auch vorsichtig. Nicht gut. Also egal, was ich mache, ist nicht gut. Nee, weil dich das ja in deinem Leben behindert, wenn du Negatives mit in dir trägst. Genau, deswegen habe ich damals gesagt, super toll gemacht, super leer, mega schön, man fühlt sich so frei. Wem hast du das gesagt? Ich habe das dir gesagt, wo wir gelaufen sind, richtig geil, dann ins Büro, wow, wie schön. Nein. Nein. Krass. Ich habe wirklich 5-mal gesagt, wie schön, wie wunderschön, wie toll. Die Flur, das Büro, Wintergarten. Dann bin ich noch im Wintergarten so gesessen. Wow. Wow, ist eine andere Welt, wo der André war. Dann bin ich gekommen und dann habe ich diese Dinge, die rauschen und hängen. Das Einzige, die mag ich nicht. Und dann hat sie das gehört und ich habe in Augen gesehen, wie sie... Weil ich gedacht habe, what the fuck, weißt du, was ich gerade gemacht habe die letzten 5 Tage? Und jetzt sagt er das mit diesen Dingern und da habe ich auch an ihn gedacht. Ich hätte auch ganz andere gekauft. Aber da habe ich dann wieder gedacht, wenn ich jetzt teure kaufe oder wenn ich jetzt was kaufe, was irgendwie, ne, dann nachher auf der Rechnung steht, irgendwie 100 Euro, dann sagt er wieder, was hast du gekauft? Deswegen mache ich das eine schnelle Lösung. Ich habe gedacht, dir ist das eh scheißegal mit dem Wintergarten, also was da jetzt hängt. Ich gehe immer wieder hin und her und dann beim Tür zumachen. Aber dann lassen wir uns doch jetzt mal genau das machen. Das ist jetzt deine Aufgabe. Du findest da die Lösung, die schön ist, die dir gefällt. Aber weißt du, wir wollten noch diese Türchen da machen. Aber wir haben gesagt, vielleicht tauschen wir die Fenster. Mhm. Und dann machen wir... Nee, aber im Wintergarten nicht. Doch. Im Wintergarten wollen wir nie Türen tauschen. Innen drin wollen wir Türen tauschen. Das ist halt auch was ich immer wieder sage und sehe, was vielleicht aber auch wieder Wahrnehmungsstörung ist, dass wir unfassbar viele Aufgaben haben und André, wenn ich sie nicht übernehme, passieren sie nicht, weil du sie nicht machst. Zum Beispiel hier Reifen von unserem ersten Tesla. Die liegen seit Jahren draußen. Wie viele Jahre haben wir jetzt schon den Tesla nicht? Ein Jahr. Ja, eineinhalb. 1,5 Jahre liegen die Reifen da, nerven und keiner kümmert sich drum. Und ich weiß, wenn ich jetzt nicht diese Reifen hole, fotografiere und online stelle, passiert nichts. Und so ist es mit vielen Dingen. Genauso eben mit den Insekten, die in unserem Wintergarten sterben und da ist keine Lösung. Und wenn ich keine Lösung besorge, dann kommt keine Lösung. Also ich habe das. Dann sag, dass dich das nervt und du brauchst eine Lösung, dann mache ich das. Aber das sind ja so viele Sachen. Also mich haben diese Insekten nicht genervt, deswegen. Hallo, die Insekten sterben da drinne. Das ist unsere Verantwortung. Mach die Tür zu. Das geht nicht. Du kannst im Sommer, im Wintergarten die Türen nicht zulassen. Das ist ein Hitzestau, okay, das da drin ja, ist. Aber ich habe das nicht als Problem gemerkt. Weil du auch wahrscheinlich da nie drinne gesaugt. Doch, du hast doch da drinne gesaugt, wenn deine ja, Jungs kommen. Ja, aber irgendwie nicht gemerkt. Ich weiß nicht. Einfach nicht drauf. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass das halt öfter so ist, genauso hier wie mit dem Podcast, wenn ich immer sagen muss, André, wir müssen jetzt Podcast machen, das ist schon wieder Donnerstag und du dich dann beschwerst, dass ich alles mache und immer sage ich, aber ich habe halt auch das Gefühl, dass wenn ich es nicht mache, dass es nicht passiert. Also ich glaube nicht, dass du jetzt gekommen wärst bis Freitag und gesagt hättest, Jana, wir müssen einen Podcast machen. Ich habe halt das Gefühl, dass ich immer ausführen muss oder dich bitten muss, es zu tun, sonst passiert es nicht. Und das meine ich halt, das habe ich mir gestern überlegt, vielleicht ist es auch einfach eine schöne Ausrede für mich, aber ich habe gedacht, warum ist das so, dass er sich so fühlt, dass er nie dabei ist oder dass ich alles mache.
es sind so viele Dinge, die du halt nicht machst, genauso auch mit dem deutschen Pass. Wenn ich jetzt nicht sage, André, wir müssen jetzt diese Dokumente richten oder diese Dokumente machen, dann liegt das halt Jahre da oben im Büro. Schatz, aber genauso ist es auch bei dir. Wenn ich dir sage, wir müssen das und das machen, ganz oft sagst du ja, ja und dann verschiebst. Klar, ich habe auch Dinge, die ich verschiebe und auch bewusst verschiebe, wo ich keinen Bock drauf habe. Ne? Also gerade so genau, deswegen verschiebe Finanzen, ich Steuern die, und so, ja. Habe ich keinen Bock drauf. Und dann muss ich das machen, weil wenn wir das nicht machen, dann sind aber wir du in der Kacke. Du machst es auch nur, wenn ich sage, hey, hier, Kuno hat geschrieben. Nein, oder? Nein, ich mache das nur, wenn ich bereit bin, weil dann sitze ich hin und es ist auch Stress für mich, weil ich sehe, wie viel Geld, auch altes Thema, sie hat sich auch zweimal beschwert, dass ich immer beschwere über Geld, aber ich habe Überblick und dann sage ich ihr, schau mal so und so und so, aber sie, du nimmst das auch irgendwie nicht ernst, oder? Doch, weil. Warum ändert sich nichts dann? Es ändert sich sehr viel. Also jeden Monat von Geld meine ich. Achte ich jetzt ganz anders darauf. Bestell viel weniger. Guck auf die Preise. Habe ich früher nie gemacht. Ich habe einfach wahllos eingekauft. Könnte ich jetzt aber auch sagen, du aber hast jetzt hier 400 Euro Flug und 600 Euro aber Auto. Du hast auch, würde ich nie sagen. Würde ich nie sagen. Ich würde nie dir sagen, irgendwie, ey, krass, 120 Euro hast du ein Auto gebucht und jetzt hast du es für 600 gekauft. What the fuck? Würde ich nie sagen, weil ich weiß, dass es in der Situation jetzt halt so war und warum sollte ich ihm jetzt ein schlechtes Gefühl machen für was, wo er sich sowieso schon schlecht fühlt, weil... Nee, aber wegen sowas sage ich auch nie was. Ich sage nur wegen Sachen, die komplett unnötig sind. Oder, für dich unnötig. Ja, Schatz, Geschenke zu kaufen, ständig den Kindern, das ist unnötig. Für die brauchen dich unnötig. Ich fühle anders. Das ist für mich auch einfach so 80 Euro Lego. What? Es ist nicht einfach so. Und was war? Wann kein ich, Geburtstag, wann, kein wann Fest. Wann habe ich 80 Euro für Lego ausgegeben? Wo wir auf der Fähre waren oder wo wir Escape in Arrival Day. Was für 80 Euro Lego? Habe ich noch nie gekauft. Vielleicht zum Geburtstag. Ich habe noch nie 80 Euro Lego gekauft. Okay, vielleicht 60. Nein, was für ein Lego hat 60 Euro gekostet? Was also hat was diese ich super oft Fähre mache. Gekostet? Also Fähre zum Beispiel ist für mich eine ganz andere Sache. Wenn wir, und das ist auch aus meiner Kindheit, wenn wir im Urlaub waren oder wenn wir irgendwas Spezielles erlebt haben, Legoland oder irgend sowas, dann durften wir uns immer eine Kleinigkeit aussuchen. Und auf der Fähre hab ich das schon vorher zu den Kids gesagt, weil... Ich habe, glaube ich, so ein bisschen den Kids ein bisschen Angst gemacht vor der Fähre, weil ich ja gesagt habe, der Papa fährt allein auf der Fähre, wir fliegen, der Mama wird schlecht auf der Fähre. Ne? Das habe ich auch im Nachhinein so ein bisschen gedacht, dass das keine gute Idee war, weil ich gedacht habe, wir gehen gar nicht auf die Fähre. Und als das dann mit der Fähre klar war, habe ich so ein bisschen Motivation gesucht. Wir haben YouTube-Videos angeschaut, wie die Fähre aussieht. Und ich habe gesagt, schaut mal, da gibt es ein Game Room und da gibt es einen Souvenirshop und dann dürft ihr euch was aussuchen. Also das war einfach so ein bisschen Motivation für die Fähre, weil ich ja auch nicht wusste, wie wird es, werden sie die ganze Nacht kotzen, werde ich kotzen, ne? Mich übergeben, Entschuldigung. Und das ist für mich absolut in Ordnung, wenn wir irgendeine besondere Erfahrung haben, dass sie da dann ein Souvenir mitnehmen. Und der Ben wollte da diese Fähre haben aus Fake-Lego und da hast du aber auch nichts gesagt in dem Moment. Und die hat nicht 60 Euro gekostet. Das habe ich nur als Erinnerung. Ich könnte jetzt nicht daran erinnern, konkrete Sache, aber die kriegen ganz oft Geschenke und auch ganz viel, meiner Meinung nach, weil ich hatte beim Geburtstag ein Geschenk, das war's. Neues Jahr, ein Geschenk, das war's. Punkt. Keine anderen Tage. Ja, aber Geschenke. Das war auch eine andere Situation, ja, und eine klar. andere Zeit. Meiner Meinung nach, das muss irgendwas Besonderes sein. Wenn deine Eltern kommen, kriegen die Kinder auch mehrere oder Sachen. Oder die Kinder müssen irgendwas machen und dann, also schenkst du. Also einfach so zu schenken kann man natürlich auch, aber halt nicht so oft. Egal, das ist egal. Ich glaube, sie braucht... Ah, das ist schon wieder ein Belohnungssystem, was ich auch ganz schlimm finde. Sie müssen was machen für ein Geschenk. Ja, Schatz, du findest es ganz schlimm, ich nicht. Ja. Also für mich, das ist meine Motivation, dass die irgendwas lernen und dann kriegen sie was. Sie lernen dann, ich muss was tun, um etwas zu bekommen. Und was lernen so, dass ich bekomme alles einfach so? Ich lebe und dann bekomme alles. Ich muss nichts tun.
Die sind gut so, wie sie sind. Sie sind wertvoll, auch ja, wenn sie nichts tun. Die sollen besser werden. Die sollen versuchen, sich entwickeln. Die sollen neue Sachen lernen. Warum wirst du was lernen? Automatisch. Warum musst du oder willst du was lernen? Weil ich bin schon so gut. Ich brauche nicht besser werden, weil ich bin schon so gut. Das kommt auch von mir vom Sport. Im Sport musst du immer also mehr und mehr und mehr, damit du die andere, damit du besser bist als die andere, ja, dass du gewinnst. Deswegen musst du immer besser werden. Und dieses System in mir ist halt lebt. Und deswegen ist für mich auch toll, dass ich sage, Kinder, schaut mal, wie ihr aufräumt. Und wenn ihr so aufräumt und gut aufräumt, bekommt ihr dann Geld von mir. Das finde ich mega toll als Motivation. Okay. Jana nicht. Nee. Und sie blockiert das sofort auch bei den Kindern. Also sie schafft das irgendwie zu... Weil Kinder ganz oft, wenn ich was anbiete, die sind sofort hopp auf Mama. Und Mama dann, nein, das finde ich nicht gut. Dann finden die Kinder das nicht gut. Aber ich finde es auch nicht... Sofort beeinflusst. Aber das ist für mich auch so konträr, weil du sagst, du möchtest, dass die Kinder immer das Zimmer aufräumen. Und dann sagst du, wenn sie das aufräumen, dann bekommen sie Geld. Dann werden sie doch nicht mehr einfach so aufräumen. Dann werden sie jedes Mal, wenn sie aufräumen, sagen, okay, Papa, hier, wo ist mein Geld? Und dann bringst du ihnen ja auch bei... Ja, einmal in der Woche, dass die selber aufräumen und dann bekommen aber Geld. Aber dann bringst du ihnen doch auch bei, dass sie selbstständig nichts tun, sondern nur, wenn sie Geld dafür bekommen. Aber so tun sie das selbstständig auch nicht. Also die 5 Tage, wo ich alleine war... Ja, weil du das gemacht hast. ...haben also sie das super war... ausgemacht. Ja, und das ist doch unsere Aufgabe als Eltern, dass wir motivieren und dass wir dabei genau, sind. Genau, meine Motivation ist so, deine ist so, lass mich... Okay, jetzt gehen wir in die falsche Richtung. Nee, das ist nicht also, die falsche Richtung. Das ist genau unsere Problematik. Nicht die falsche Richtung, in die lange... Diskussion. Weil wir sind, ja, und wir sind schon... Wo ist die Zeit? Ja, wir verabschieden uns jetzt. Wir verabschieden uns jetzt und setzen einfach in dem nächsten, im nächsten Podcast genau da an oder in der Nähe an. Und ich freue mich unglaublich, dass endlich wieder Philipp aus dem Urlaub kommt. Ich hoffe, das war interessant für euch, weil, ja, schreibt, ob das interessant war, weil wir haben nichts Konkretes besprochen, so richtig Wasser hin und her, sage ich mal, aber... Ich finde auch, man merkt, dass wir gerade einfach nicht gecoacht werden. Wir haben ein paar Folgen, wo wir sehr reflektiert und, ne, und hin und her. Und jetzt sind wir so wieder beide, jeder bei sich, bei seinen Themen, bei seinen Problemen. Jeder fühlt sich ungerecht behandelt. Hat auch eine Zuschauerin geschrieben, ihr hört euch nicht richtig zu. Jeder ist verletzt und so nur in seinem Tunnel. Und man hört den anderen nicht. Vielleicht können wir in der nächsten Folge einfach mal wieder versuchen, uns gegenseitig zu hören. Also ich habe heute gehört... dass du, also meine Reaktion, aber muss ich klarer machen, ich glaub, dankbarer sein. Aber ich war dankbar, wirklich, ich war dankbar. Ich war wirklich überrascht. Ich war wirklich, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich habe das gesagt, meine Meinung nach, ich weiß es. Ich habe natürlich mich nicht gesehen aus der Seite, ja, vielleicht war ich angepisst. Aber in mir drin, ich war nur müde, nicht angepisst und ich war mega dankbar. Ich muss lernen, und das habe ich heute in der Folge gelernt, nicht zu erwarten. Meine Erwartungen in meinem Kopf, also ich denke immer, oh Gott, jetzt wird der die Tür aufmachen, der wird uns vermisst haben, der wird uns umarmen, vielleicht hat er was mitgebracht vom Flughafen, dann wird er durchs Haus laufen, wird sagen, oh mein Gott, wie viel habt denn ihr gemacht, und wird happy sein, dann werden wir zusammen essen gehen. Ich habe es noch in der Story gesagt, ich habe im Kühlschrank nichts, was André mag, vielleicht gehen wir noch schön essen abends. Und das war in meinem Kopf. Er kommt, er umarmt, er ist happy, was wir alles geschafft haben. Wir gehen zusammen essen und dann geht die Tür auf. Er läuft erstmal an mir durch. Er hat dann gesagt, weil er einen Rucksack hatte und so. Er läuft erstmal an mir durch, er umarmt die Kinder, er stellt den Rucksack ab. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, hallo? Willst du mir Hallo sagen? Und da war ich schon enttäuscht. Und ich glaube, das war einfach so, aber auch, ich erwarte ich etwas, was bin, nicht Realität ist. Wo ich gegangen bin, welche Stimmung war und wir haben nicht gesprochen über diese Situation. Achso, über die Situation nicht, aber wir haben mehrere Male geschrieben. Nein, geschrieben und haben wir die schon. Kinder wollten auch öfters dich anrufen und deswegen gab es auch öfters FaceTime. Liana ja, war zwei so süß. Und dreimal, ja. Liana hat Zeit verloren. Ah ja, nee, das wollte ich gerade gar nicht erzählen. Wir waren irgendwie im Auto und dann hat sie gesagt, ich frage mich gerade, was der Papa macht. Und dann habe ich gesagt, willst du ihn anrufen? Dann sagt sie, ja.
Und also das kam einfach ganz oft von Liana aus, wie sie Papa anrufen wollte? Also mit Liana muss ich sagen, ich bin jetzt sehr, sehr close. Gut. Mhm. Ja, sehr gut. Ich kann jetzt viel erklären. Zum Beispiel, das war eine Situation gestern, mega toll, das ist das Letzte, wirklich. Wir sitzen im Spielzimmer mit Ben und bauen so eine Bahn. Ich habe diese Bahn noch nie gebaut, deswegen ich habe nicht mal die Anleitung gesehen. Und ich versuche das zu machen und er sagt dann, du machst das falsch, Mama macht das anders. Ich sage, okay, zeig mir wie, ich weiß es nicht, muss Mama sagen. Dann sage ich, okay, wir schaffen das trotzdem ohne Mama, ich werde finden, wie das zusammengeht. Dann fängt er an zu weinen, schreien, rennt zu Mama, in der Zeit habe ich das schon geschafft, kommt zurück mit Mama und mit Liana. Und dann sage ich, Ben, aber zeig mir, ich habe dir gesagt, zeig mir, wie es richtig und so. Aber der ist komplett emotional. Und dann kommt Liana zu mir und umarmt und so. Papa, alles ist gut. Ja. Also ich war echt frustriert, weil ich wollte ihm helfen, aber der wollte meine Hilfe nicht. Und ja. Und ich habe ihm auch gesagt, aber der Papa hat es noch nie gemacht. Lass uns doch zusammen dem Papa zeigen, wie es geht. Aber der war voll, ja, der war einfach so frustriert, dass der Papa das nicht so gemacht hat wie die Mama. Und wollte auch irgendwie keine andere. Also, ja. Ne, das ist so eine Bahn, die halt immer gleich liegt. Ein bisschen, würde ich sagen, böse zu mir oder? Nein, gar nicht böse also, zu dir. Das hat mich ein bisschen verletzt, dass er das ja so gemacht hat, dass du nicht kannst, nur Mama kann. Und dann war ich so ein bisschen. Und aber dann ist Liana gekommen. Ja, und dann ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du traurig aussahst, sondern Liana hat einfach gespürt, ja. Und das spürt sie immer ganz schnell, wenn irgendwo Ungerechtigkeit ist, auch wenn wir streiten oder laut werden, dann kommt sie sofort zwischen uns. Keine gute Sache, wissen wir. Aber wenn wir lauter werden, ist sie sofort da. Und ja. Dann hat sie André in den Arm genommen, weil sie halt, also ich war dann schon mit Ben am Bauen und dann ist sie zu André und hat André umarmt, so, Papa, ist nicht schlimm, dass du das jetzt nicht hingekriegt hast, ne, so. Nee, eher von, sie hat gesagt, ist nicht schlimm, dass der Ben so, dass der Ben aufflippt und so halt Papa nicht gut findet gerade. Nicht reasonable ist, ja. Ja. Und dann hat sie mich, ja, also richtig, war richtig schön. Ja, die hat auch ganz oft in diesen 5 Tagen nach dir gefragt und sie möchte dich anrufen und so. Und gestern Abend hat sie gesagt, ich möchte, dass wir heute alle zusammen in den Supermarkt gehen. Normalerweise gehe entweder ich oder du. Ich hab vorher, wir waren zu zweit draußen und dann hat sie gesagt, wir gehen jetzt mit Mama einkaufen. Dann sage ich, soll ich mit euch? Ah. Dann hat sie gefragt, willst du? Und ich so, ja, warum nicht? Und dann alle zusammen einkaufen, ja. Ja, ja, die spürt das halt auch. Und deswegen möchte sie, dass alle zusammen sind. Ja. Ihr Lieben, ein Podcast, der gar nicht so schlimm war heute, aber auch nicht so zusammen. Jeder ist so für sich und trotzdem haben wir wieder einige Sachen gelernt von uns, die wir mitnehmen können. Das ist auch sehr schwer. Also zum Beispiel sind wir zwei verschiedene Menschen. Voll. Dann, zwei fremde Menschen. Oder die Menschen, die nicht zusammen leben und nicht in der Ehe sind und dann machen einen Podcast. Es wird immer so wie Arbeit. Voll. Angenommen. Und wir sitzen hier als ein Ehepaar und wir haben unsere Dinge zwischen uns und immer wieder kann irgendwas Gutes kommen oder halt richtig. Das ist so. Das ist sehr schwer. Ja, ich habe auch schon ein Thema für die nächste Folge, deswegen schaltet unbedingt ein zur Folge 15. Da wird es wieder spannend, weil es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein bisschen was ändern. Das hört ihr dann in Folge 15. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Mhm.